Hallo und herzlich willkommen bei diesem entspannenden, ausgleichenden und wohltuenden Yoga-Flow für Mobilität, für gedehnte Muskeln und vor allem aber für einen ausgiebig wohltuenden Einheit für euch selbst und vor allem auch für euren Körper und für euren Geist. Ich lade euch einfach dazu ein, hier wirklich nach innen zu schauen, kurz innezuhalten und vielleicht auch mal so ein bisschen Comfort in die Uncomfortable zu finden, in Positionen, die vielleicht sich nicht super angenehm anfühlen für euch, zu schauen, wie ihr trotzdem eine Comfortzone draus machen könnt, wie ihr trotzdem einen Spot finden könnt, den ihr aushalten könnt. Und es ist eine super Übung, um erstens mal wirklich sich selbst gut kennenzulernen, zu schauen, wie reagiert man in Situationen, die man vielleicht nicht besonders gut findet. Und gleichzeitig ist es aber auch für unseren Körper unfassbar wichtig, weil wir durch diese Yin-Positionen, die hier eingebaut werden, ganz, ganz tief in unsere Muskeln reinkommen, das heißt ganz tief in unsere Faszien reinkommen und auch die mal entspannen können und auch die mal klein trainieren können. Das hilft uns bei unserer Stärke, das hilft uns bei unserer Flexibilität und vor allem aber hilft es uns mental, weil wir mental so über uns hinaus wachsen können. Lass uns loslegen. Zieh dir was Gemütliches an. Du kannst diese Einheit auch super gerne in einer Jogginghose, in deinem Pyjama absolvieren. Und wir starten in unserer Child's Pose. Und zwar starten wir hier in einer Wide-Legged Child's Pose. Das heißt, wir bringen unsere Knie mattenbreit. Wenn du empfindliche Knie hast, kannst du entweder deine Matte hier gerne doppelt nehmen. Das ist meistens schon viel entspannender. Du kannst aber auch eine grüne Decke nehmen und die unter deine Knie oder unter deine Füße, unter deine Fußoberflächen reingeben. Und von hier setz dich auf deine Fersen und geh mit deinen Händen nach vorne. Leg deine Stirn auf der Matte ab. Leg deine Hände auf der Matte ab. Und lass hier deine Atmung kommen und gehen. Und versuch hier bei deiner Atmung auch schon, sie vielleicht ein bisschen zu kontrollieren, vielleicht ein bisschen länger werden zu lassen. Und diese Position ist für die meisten von uns entweder in den Schultern oder in der Leistengegend sehr intensiv. Versuch deine Atmung genau in diese Gegenden zu bringen. Versuch hier rein zu atmen. Deine Atmung in deinen Körper dorthin zu lenken, wo du das Gefühl hast, du brauchst ein bisschen mehr Energie, du brauchst ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und ich würde euch einladen, einfach mal hineinzuspüren, wirklich zu surrendern und hier länger in den Positionen zu bleiben. Und mal gegen euren Geist anzukämpfen, der wahrscheinlich sagt, es ist unbequem, hier juckt's, dort juckt's, ich möchte hier raus, es ist langweilig. Versucht es einfach mal zu ignorieren. Versucht für diese Einheit einfach mal bei euch zu bleiben, zu spüren, wahrzunehmen und auch die Herausforderung mal anzunehmen. Und dann spürt es auch mal rein, wie mit jeder Ausatmung ein Stück mehr loslässt. Wie mit jeder Ausatmung dein Körper ein bisschen tiefer in diese Position kommt. Wie Anspannung abgelassen wird.
Mit der nächsten Einatmung heb deinen Kopf. Geh mit deinen Händen zu deinen Knien. Bring deine Knie wieder zueinander. Und dann komm hier in deinen Tabletop. Deine Knie sind jetzt circa hüftbreit. Die Zehenspitzen der großen Zehen berühren sich. Und auch hier kannst du, wenn du leichte Knieschmerzen hast, deine Matte gerne doppelt nehmen. Geh mit deinen Händen jetzt so weit nach vorne, bis du deine Unterarme, deine Brust oder dein Kinn, deine Stirn hier auf der Matte ablegen kannst. Und dann finde hier eine Position, in der du bleiben kannst. Und versuche auch hier nicht ständig den Kopf zu drehen, die Hände anders hinzulegen, sondern versuche hier wirklich in dieser Position, die du jetzt eingenommen hast, zu bleiben. Du bist so viel stärker, als du denkst. Du hast so viel mehr in dir. Und du kannst so unendlich viel erreichen, wenn du möchtest. Nimm diese kleine Challenge hier an und nimm diese kleine Challenge ein paar Atemzüge länger, als du eigentlich möchtest, in dieser Position zu bleiben, als Vorbild für dein Leben. Denn manchmal wissen wir, dass wir für Größeres bestimmt sind, wissen, dass etwas Besseres bevorsteht. Aber manchmal müssen wir einfach noch ein paar Atemzüge, kurze Zeit, dort verharren, wo wir gerade sind. Mit der nächsten Einatmung. Komm hier wieder zurück in deinen Tabletop. Richte dich hier gut aus. Setz dich nochmal nach hinten. Dreh mal kurz deine Handflächen. Komm wieder in deinen Tabletop. Stell deine Zehenspitzen auf. Und komm hier mal kurz in deinen Down Dog. Atme hier gut durch. Heb dein rechtes Bein von der Matte und bring dein rechtes Knie zu deiner rechten Hand. Leg dein linkes Knie auf der Matte ab. Schau mal über links nach hinten, ob dein Fuß gerade liegt und komm hier in deine Pigeon Pose. Wenn du Blöcke zur Hand hast, kannst du gerne einen Block unter dein rechtes Gesäß legen. Du hast hier so einen kleinen Support. Das ist für die meisten Körpertypen angenehm. Komm hier auf deine Hand, auf deine Unterarme und lass deinen Kopf einfach sanft nach unten fallen. Wenn du einen zweiten Block hast, kannst du natürlich den Block hier gerne zwischen deine Hände geben. Den Kopf auf diesen Block ablegen. Und dann komm auch hier in deiner Taube zur Ruhe. Finde hier in deiner Taube eine Position, in der du diese intensive Dehnung, diese intensive Öffnung deiner Hüften spürst. Aber trotzdem einige Minuten in dieser Position bleiben könntest. Und dann bring deine Aufmerksamkeit auch hier wieder auf deine Atmung. Schick deinen Atem zu diesem Punkt in deinem Körper, an dem du die Dehnung spürst. Schick deine Atmung dorthin, wo du es gerade brauchst. Und lass auch hier alle Emotionen aufkommen, die aufkommen wollen. Nimm hier alles wahr, das wahrgenommen werden möchte.
und spür hier einfach mal rein. Mit der nächsten Einatmung heb langsam deinen Kopf, komm wieder auf deine Handflächen. Wenn du Blöcke verwendet hast, dann gib sie auf die Seite. Stülp deine linken Zehenspitzen um, steig nach hinten in die Plank und in deinen Down Dog. Und spür hier mal, wie sich deine rechte von deiner linken Seite unterscheidet. Spür hier mal gut nach. Mit der nächsten Einatmung heb deinen linken Fuß von der Matte. Bring dein linkes Knie zu deiner linken Hand. Leg dein rechtes Knie auf der Matte ab. Schau nach hinten, ob dein Fuß gerade aufliegt. Und dann nimm auch hier gerne den Block unter dein Gesäß. Und komm auch hier auf deine Unterarme. Spür hier hinein und finde auch hier auf dieser Seite deine Pigeon Pose, deine Taube. Und es kann sich auf dieser Seite anders anfühlen. Vielleicht brauchst du auf dieser Seite keinen Block, obwohl du ihn auf der anderen Seite gebraucht hast. Vielleicht fällt es dir hier viel leichter, auf deine Unterarme zu kommen. Vielleicht hast du das Gefühl, hier viel tiefer in dieser Dehnung zu sein. Und dann versuch das nicht zu bewerten, sondern nimm das einfach nur wahr. Nimm es wahr, wie es ist. Das heißt nicht, dass die eine Seite besser ist als die andere. Das heißt einfach nur, dass rechts unterschiedlich zu links ist. Unser Körper hat zwei Seiten, genauso wie unser Leben, wie jede Situation. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, wo du gerade bist, oder gut. Es ist einfach, wie es ist. Nimm das wahr. Und lass los. Schick deine Atmung zu den Punkten, an denen du mehr Energie brauchst, an denen du die Tension, die Dehnung besonders intensiv wahrnimmst. Mit der nächsten Einatmung komm wieder nach oben, gib deine Blöcke auf die Seite, komm auf deine Zehenspitzen und in den Down Dog. Und auch hier spür mal nach. Geh mit deinen Füßen in kleinen Schritten nach vorne zu deinen Händen. Bis du hier in deinem Forward Fold angekommen bist. Lass hier deinen Oberkörper ganz frei nach unten hängen. Greif gern den gegenüberliegenden Ellbogen. Schaukel hier gerne mit dem Oberkörper. Von rechts nach links.
Dann lass deine Hände wieder los, bring sie auf die Matte und setz dich mit deinem Gesäß nach unten. Greif nach hinten und komm hier in eine sitzende Position. Bring deinen rechten Fuß auf die Innenseite deines linken Oberschenkels. Mit der Einatmung ziehst du deine Hände nach oben, dreh dich zu deinem ausgestreckten Fuß und mit der Ausatmung fold. Greif, wonach du greifen kannst. Leg deine Hände ab, wo du sie ablegen kannst. Egal, ob das deine Füße, deine Zehenspitzen sind, ob das dein Oberschenkel ist, deine Unterschenkel oder die Matte. Du kannst hier auch gerne eine leichte Beugung in dein Knie bringen, deine Stirn auf deinem Knie ablegen. Und dann spür hier hinein. Finde eine Position, die sich für dich hier gut anfühlt. Und wir versuchen uns hier nicht in die Position reinzuziehen, sondern wir bleiben hier ganz passiv. Wir lassen mit jeder Ausatmung ein Stück mehr los. Mit der nächsten Einatmung kommt wieder zurück. Wir wechseln die Seiten, streck dein rechtes Bein aus, bring deinen linken Fuß zu deinem rechten Oberschenkel. Einatme, streck dich in die Länge, dreh dich auf die Seite deines ausgestreckten Fußes und ausatmen, komm auch hier in dein Fold. Finde auch hier die Variante, die sich für dich hier gut anfühlt. Und dann versuch auch hier, mit jeder Ausatmung ein Stückchen mehr loszulassen. Der nächsten Einatmung komm wieder nach oben. Streck da beide Beine nach vorne aus und leg dich auf deinen Rücken. Zieh deine Knie zu deinem Körper ran. Schaukel mal von rechts nach links. Und atme hier gut durch. Streck deine Beine dann hier aus. Leg deine Hände seitlich deines Körpers auf die Seite. Handflächen schauen nach oben. Lass deine Füße hier nach außen fallen und spür nach. Spür mal in dich hinein, fühlst du dich? Hast du dich in den Positionen gefühlt? Was konntest du über dich lernen? Was hast du für dich mitgenommen? Und dann lass hier deine Atmung ganz natürlich, ganz sanft kommen und gehen. Ich lade dich dazu ein, hier so lange liegen zu bleiben, wie es sich für dich gut anfühlt. Und sag schon mal Danke. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Und vergiss nicht, dass du wertvoll und unglaublich mächtig bist. Du kannst alles erreichen, was du erreichen möchtest. Namaste.